Punk bedeutet bei uns fast ausschließlich unreflektierte Schlagzeilen in der Presse. Und statt dass man seine Impulse beachtet hätte, wurde Punk schon bald zum Modetrend und Geschäft degradiert. Because her name is, said her name is, said her name is. Punk ist für mich rein vom Musikalischen aus gesehen eine Erneuerungsbewegung. Die Rockmusik, die entstanden ist in den 60er Jahren, hat heute einen Höhepunkt erreicht oder sogar überschritten. Rockmusik ist heute nur noch möglich mit einem wahnwitzigen, technischen, finanziellen und personellen Aufwand. Man sieht das an den grossen Konzerten. Und sie ist dadurch auf einem Weg, könnte man sagen, undemokratisch geworden. Und aus diesem Grund war es zu erwarten, dass eine Gegenbewegung kommt, eine Strömung, gewissermaßen von der Basis her, von unten her, wo die Rockmusik irgendwie wieder demokratisiert. Was die Bedeutung angeht in der Musikszene, das ist wahnsinnig schwer abzuschätzen. Viele Leute reden davon, dass eine ähnliche Situation wieder da ist an 1978, wie vielleicht vor 15 Jahren bei den Anfängen der Beatles und Stones und ein paar Jahre früher auch im Rock'n'Roll, und man sagt auch, es sei vielleicht die dritte Rock- oder Rock'n'Roll-Generation. Und ich glaube, dann ist es auch schon sehr schwierig, sie abzuschätzen, wie wichtig die Musik einmal werden kann. Das ist heute genau so. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass gerade unsere Generation von den heutigen 30- bis 35-Jährigen vielleicht ein bisschen Toleranz aufbringt der Musik und dem Teil von dieser Generation, der die Musik macht und die sie auch gern hat. Und zwar Toleranz insofern, als heute wieder von meiner Generation leider sehr oft mit ähnlichen Schlagwort operiert wird, wenn man über die Musik urteilt, indem man sagt, die Musik ist, also zuerst mal sagt man, es ist überhaupt keine Musik, dann sagt man, es ist laut, es ist primitiv, es ist aggressiv, das ist doch nichts wert. Genau das haben wir an sich vor 10, 15 Jahren auch schon einmal müssen hören. Es ist schon so, dass vor allem in England und in Amerika die Presse gewissermaßen amok gelaufen ist, wo die ersten Punks aufgekommen sind. Und die meisten Berichte, die man liest, über Punk sind sicher übertrieben, was Brutalität anbelangt und was Hässlichkeit anbelangt und so weiter. Im Herbst 1977 kam es in der Schweiz erstmals zu einer großen Punk-Veranstaltung. Die wenigsten wussten, was Punk wirklich war, und den meisten ging es um unüberlegte Provokation und den Skandal. Im Übrigen beschränkt sich die Schweizer Szene fast ausschließlich auf die Straßen Zürichs. Man gibt sich aggressiv, wohl eher aus Unsicherheit, denn aus echter Überzeugung. Wie schon vor 15 Jahren die Langhaarigen, sind heute die Punks der Schock auf der Straße. Nachts zieht man sich in drei solcher Diskotheken zurück, hört die neuesten Produktionen der Plattenindustrie und tobt sich dem englischen Vorbild entsprechend beim Pogo aus. No Fun ist die Zeitung der Schweizer Szene. Sie erscheint in ihrer vierten Ausgabe in einer Auflage von 1000 Exemplaren. Was meinen die Redaktionsmitglieder zur einheimischen Punk-Szene? Es gibt in der ganzen Schweiz Leute, die sich dafür interessieren. Die Szene gibt es aber erst in Zürich. Und zwar noch nicht schaurig gross. Die meisten Leute, die hier rumhängen, sind Weekend-Punks. Das heisst, sie machen es aus dem Vergnügen und wissen aber nicht, um was es geht. Ja. Um was geht es?
gesehen, dass so Punk in der Schweiz hat die Berechtigung als Möglichkeit zum Ausbruch aus der Konsumgesellschaft, aus der Wohlstandsgesellschaft, die wir hier haben. Das ist im Prinzip eine Aggression gegen die Gesellschaftsform. Uns geht es nicht darum, einfach am Samstag zu Abend auf Gas zu gehen und die Leute verschrecken. Wow, jetzt bin ich ein Punk und ich kann schliessen, jetzt musst du Angst haben. Das ist völlig eine falsche Voraussetzung. Um was geht es denn euch? Wir wollen einfach mal demonstrieren, dass wir auch anders umlaufen als die anderen und auch andere Interessen haben als alle zusammen andere, oder? Aggression, brutal, stimmt das, trifft das zu? Aggression würde ich sagen, ja, es ist eine Aggression da gegen die ganze Lebensweise und Gesellschaft, wie sie herrscht, aber ich will nicht sagen brutal. Bei uns ist zum Beispiel noch nie zu einer Schlägerei gekommen. Wir sind zwar schon über die provoziert worden zu einer Schlägerei, haben aber bis jetzt jedes Mal können ausweichen. Denn ich finde das völlig blödsinnig, irgendwie zu schlägeln. Besteht nicht eine gewisse Gefahr drin, dass einfach Jugendliche das schamlos kopieren und eben zum Beispiel finden, jetzt können wir aggressiv sein? Doch, es gibt schon so einige, die diesen Weg gehen, aber es ist falsch. Und ich meine, wir haben auch schon ein paar Leute darauf hinweisen, dass es so nicht geht, oder? Ist es nicht teilweise auch ein künstlicher erzeugter Trend? Es ist ein kopierter Trend, oder? Ich meine, jetzt das, was in Zürich läuft, die frisch dabei sind, die probieren es noch schwer, die London-Szene zu kopieren. Also das, was sie in diesen verschiedenen Jugendzeitschriften lesen, ah, die hat jetzt das und das gemacht, das ist tipptopp, das muss ich jetzt auch machen, oder? Es ist eine ganze Art, sich einfach aus als eine billige London-Kopie, und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen probieren, einfach auch eigenes Zeug zu machen, und die Leute sagen, wenn sie Ideen haben, machen das Zeug, oder? Punk ist, wenn es zum Big Business wird, muss nur in die Plattenfirmen schauen, zuerst haben sie gesagt, nichts ist. Heute jede etablierte Plattenfirma muss einfach ein paar Punk-Gruppen unter Vertrag haben, oder? Sind ihr das erste Mal so mit einem Punk in Kontakt gekommen? Ja, ich etwa vor anderthalb Jahren. So. In der Schweiz oder im Ausland? In der Schweiz, in Zürich. Wer war von euch in London gewesen, schon? Niemand. Niemand eigentlich? Also innerhalb dem Rahmen. Das haben wir nicht. Von dem Rahmen nicht. Sollen wir dort? Wir sagen ja London. Völlig uninteressante London. Stadt, was willst du dort schauen? Ihr seht ja einfach äußerlich nicht so aus, wie man sich Punks vorstellt. Habt ihr da auch eine eigene Richtung, oder? Ja, wir wollen uns natürlich bewusst gegen das Klischee da von der Sicherheitsnadel und so ein bisschen absetzen. Zudem stehen wir sowieso mehr auf den amerikanischen Punk. Also wenn wir überhaupt uns nach einem Vorbild ausrichten, dann immer nach der Amis, oder? Aus was für einem Milieu kommen ihr? Ja, wir sind alle mehr oder weniger so an der untersten Grenze, wo man noch irgendwie kann über die Runde kommen, so mit Jobben und so und so. Das Milieu von der Nicht sehr erfreulich. Nein, das Milieu von der Unzufriedenheit. Ja, genau. Ja. Frusto. Wieso machen die Punk und nicht Rock? Ja, der Rock ist einfach zu wenig direkt, zu formal, zu wenig aggressiv vor allem, oder? Zu wenig gut. Es spricht einfach nicht mehr an Pace von den späten 70er Jahren, oder? Ist es für euch Aggression loswerden oder Aggression auslösen bei anderen Leuten? Beides. Also das auf jeden Fall einmal mitteilen. Und das ist dann auch unser Zielpublikum. Einfach die irgendwie das verstehen und auf dem können abfahren, oder? Man darf das vielleicht jetzt nicht aggressiv nicht so werten, dass das irgendwie in einer Massenschlägerei ausartet oder so, sondern aggressiv vielleicht einfach als ein wesentliches Moment
von einer Lebenshaltung, eben von einer Art, sich darzustellen. Oder? Ich bin quasi das in einem aggressiven Sinn, eben in einem fordernden und schärig vertretenden Sinn. Oder? Ich würde aggressiv eher ein bisschen feiner verstehen. Hat die Musik in der Schweiz eine besondere Bedeutung oder eine andere Bedeutung als in England? Bei uns ist auch noch wichtig, so der Bezug, einfach die Loslösung vom Rock, von der Hippie-Ideologie, von der 60s, oder? Vielleicht ähnlich wie in Amerika, mehr ein kulturelles Phänomen, oder? Zugunsten von der Musikszene in der Schweiz möglicherweise sogar wünschenswert, dass es uns manchmal ein bisschen schlechter geht. In der Schweiz? Das ist fast ein bisschen eine kranke Frage. Danke. Bitte. Und wenn ich jetzt einfach so sagen ja, dann wäre das nicht eine minder kranke Antwort. Aber ich glaube, es wäre sicher der Initiative vom Einzelnen und seiner Auseinandersetzung mit uns und mit unserem Land nicht schädlich, wenn sie es vielleicht ein bisschen, oder wenn man es vielleicht ein bisschen weniger bequem hätten in der Schweiz.